Rücken zur Wand und liefern ihre eigenen Mitarbeiter ans Messer. Die Namen von fast 10.000 Bankangestellten, die meisten unschuldig, wurden unter Beihilfenschaft der Schweizer Regierung an die amerikanischen Behörden ausgeliefert. Meistens allein deshalb, weil sie im Zusammenhang mit einem Dokument, in einer E-Mail oder als Name einer Kontaktperson aufgetaucht waren. Ich finde das skandalös. So geht das doch nicht. Das ist ein Skandal. Ich frage mich, ob Sie sich der Tragweite Ihrer Handlungsweise bewusst sind. Das ist wie eine Vergewaltigung. Es zerstört mein Leben, meine Arbeit, meine Würde. Dabei habe ich mir nichts vorzuwerfen. Es ist schmerzlich, beschämend und demoralisierend zu erfahren, dass ein Arbeitgeber, für den man nichts als seine Anweisungen befolgte, uns auf diese Weise den Steuerbehörden ausliefert. Tausende von Bankangestellten sind empört und trauen sich doch nicht, es offen zu sagen. Wie ein bleierner Mantel umhüllt angstvolles Schweigen die Angelegenheit. Nur einer traut sich ans Licht, Bernard Andersen, ein ehemaliger Kadermann, der von seinem früheren Arbeitgeber denunziert wurde. Ich bin vorübergehend bei meiner Mutter eingezogen, da ich mich neu orientieren muss. Aus der Presse habe ich erfahren, dass mein früherer Arbeitgeber seine Angestellten bei den amerikanischen Behörden denunziert hatte. Von ihm selbst bin ich darüber nie informiert worden und musste mich selbst erkundigen, ob ich auf dieser Liste bin. Das heißt, Sie hatten amerikanische Kunden? Mit Amerikanern hatte ich nie zu tun. Ich wurde aus wirtschaftlichen Gründen entlassen, als Folge des Schlamassels auf dem Schweizer Finanzplatz und als Folge der Feigheit unserer Behörden, die unseren Banken erlaubten, ihre eigenen Angestellten zu verraten. Unsere Regierung hat nicht nur einen Verrat begangen. Sie hat in den Verhandlungen auch bedingungslos kapituliert. Wir sind die Dorftrottel der Welt geworden. Entwicklungsländer werden sich an uns die Schuhe putzen. Wir haben keinerlei Gespür für Verhandlungen. Nous n'avons aucun sens de la négociation. Wie konnte es so weit kommen? Wir haben bei Mire Sacchi Hilfe geholt. Sie ist Finanzanalystin und kennt das Bankwesen von innen. Und sie ist auch Journalistin, Autorin von Sachbüchern und Vize-Chefredakteurin der Zeitschrift Bilan. Sie beobachtet den Finanzplatz Schweiz sehr aufmerksam. Der Finanzplatz erlebt vielleicht die größte Umwälzung seit dem Zweiten Weltkrieg. Schon zur Zeit der Geldwäscherei gab es eine Reglementierung, die verhindern sollte, dass zu viele Potentaten sich hierher flüchten konnten. Doch jetzt sollen sämtliche Kunden mit nicht deklariertem Geld ferngehalten werden. Das ist eine Revolution für den Finanzplatz. Und alle Banken müssen ihr Geschäftsmodell ändern. Das Bankgeheimnis. Eine Institution, Fundament des Wohlstandes und ein völlig legales Instrument nach schweizerischem Gesetz. Ideal für begüterte Ausländer, die von der helvetischen Diskretion profitieren, um ihre Millionen vor dem Fiskus ihrer Herkunftsländer zu verstecken. Das Bankgeheimnis. Seit 70 Jahren ein Refugium für Schweizer und reiche Ausländer. Es war traumhaft. Die Kunden kamen von alleine. Sie beeilten sich, ihr Geld in der Schweiz in Sicherheit zu bringen und zahlten sogar hohe Gebühren, nur um Unterschlupf zu finden. Freilich, wenn der Agent der Bank herüberkam, um diskret einen Koffer zu holen und über die Grenze zu schaffen, ging er ein Risiko ein. Doch zum einen schauten die ausländischen Regierungen weg und andererseits deckte der Kunde das Risiko über die hohen Kommissionen. Das Bankgeheimnis ist immer wieder Gegenstand von Kritik. Doch die Behörden verteidigen es mit Zähnen und Klauen. Bundesräte kommen und gehen. Das Bekenntnis ändert sich nicht. Wir brauchen das Bankgeheimnis für schutzwürdige Interessen auch in Zukunft. Das Bankgeheimnis ist gesichert. Ich habe die Position der Schweiz erklärt und präzisiert, dass das Bankgeheimnis nicht verhandelbar ist. Die Schweiz hat klargemacht, über das Bankgeheimnis wird nicht verhandelt. Auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition. Zu Fall gekommen ist das Bankgeheimnis im Gefolge des Fehlverhaltens der UBS.
Die UBS, das sind 30.000 Angestellte in den USA. Das sind kolossale Investitionen mit dem weltweit größten Handelsparkett in Amerika, welches die Ambitionen des Schweizer Finanzriesen illustriert. Aber diese Ambitionen werden jäh gebremst durch die Subprime-Krise und die Birkenfeld-Affäre. Ich bin stolz, dass ich den Mut hatte, den größten Steuerbetrug der Welt aufzudecken. Bradley Birkenfeld war bei der UBS angestellt, amerikanischer Bürger, mit Arbeitsort Genf. Er machte Jagd auf Milliardäre. Sein Lieblingssport? Sich an superreiche Amerikaner heranzumachen und sie dazu zu bringen, dass sie ihr Vermögen auf ein Konto der UBS in der Schweiz übertrugen. Neben der Sicherheit versprach er ihnen auch, dank des Bankgeheimnisses, totale Verschwiegenheit, namentlich gegenüber dem amerikanischen Fiskus. Doch Birkenfeld stolperte über seinen größten Kunden, den Multimilliardär Igor Olenikov. Birkenfeld hat mich angerufen. Er sagte, der Augenblick sei günstig, mein Geld zu transferieren. Und er schlug vor, es in der UBS in Genf zu deponieren. Es ging um eine erste Tranche. Ich habe 60 Millionen auf das Konto gelegt. Birkenfeld gesteht und Washington erhebt Anklage gegen die UBS, die sich nach amerikanischer Auffassung eines gigantischen Steuerbetrugs schuldig gemacht hat. Ich lese es noch einmal. Es ist so aufschlussreich. Die UBS hat zugegeben, und zwar vor Gericht, dass sie eine ungesetzliche Tat begangen hat, und sie hat im Laufe des Prozesses eingestanden, dass sie, ich zitiere, an einem System beteiligt war, das zum Ziel hatte, die Vereinigten Staaten und ihre Steuerbehörden zu hintergehen. Die künftigen Kunden wurden namentlich bei glanzvollen Veranstaltungen angeworben, die von UBS gesponsert waren, wie etwa die Segelregatten von Newport. In ihrer Bedrängnis entschuldigt sich die UBS vor dem Senat. Ich stehe hier vor Ihnen, um Ihnen zu versichern, dass die UBS alle ihre Verfehlungen aufrichtig bereut. Wir übernehmen die Verantwortung und wollen sie nicht schmälern. Im Namen der UBS entschuldige ich mich und ich verspreche Ihnen, dass wir alle Maßnahmen ergreifen werden, damit sich dies nicht wiederholt. Doch mit der Entschuldigung ist es nicht getan. Die UBS ist gezwungen, einen Deal auszuhandeln, um einer Verurteilung zu entgehen. Sie zahlt die gesalzene Buße von 780 Millionen Dollar. Damit hofft sie, die Sache sei erledigt. Doch das war erst der Anfang. Die US-Behörden verlangen die Namen der Steuersünder. Erst flüchtet sich die UBS hinter das Schweizer Bankgeheimnis. Wie viele von den 52.000 Bankverbindungen der UBS und den geschätzten 19.000 Namen amerikanischer Bankkunden, glauben Sie wohl, sind die Schweizer bereit, uns im Rahmen des Steuerabkommens offenzulegen? 12. Schließlich gibt die Schweiz nach. Die UBS liefert mit dem Segen Berns 4.500 Namen von mutmaßlichen amerikanischen Steuersündern nach Washington. Es ist der Anfang vom Ende des Bankgeheimnisses. Die Rettung der UBS war unumgänglich. Mir hat das auch wehgetan, aber wir hatten keine Wahl. Ein Konkurs der UBS hätte der Schweiz enorme Probleme gebracht. 300.000 kleine und mittlere Unternehmen haben ein Konto bei der UBS. Praktisch alle und ein Großteil des Mittelstandes, Leute wie Sie und ich, wären in unüberwindliche Schwierigkeiten geraten. Wir hatten keine Wahl. Wenn die UBS in den USA unter die Aufsicht der Justiz gestellt und möglicherweise pleite gegangen wäre, wie etwa die Lehman Brothers, wäre die Schweizer Wirtschaft eingebrochen und ich glaube, wir hatten keine Wahl. Die Alternative wäre schlimmer gewesen, also gab es keine Alternative. Anders wäre es nicht gegangen, obschon die Rechtslage etwas fragwürdig war. Die Amerikaner sind Pragmatiker. Sie sind es gewohnt, hohe Forderungen zu stellen und zu verhandeln. Sie waren verblüfft darüber, dass die Schweiz im ersten Anlauf eingeknickt ist. Das hat schließlich Appetit auf mehr geweckt und wird noch weitergehen.
In der Tat geht es weiter. Der amerikanische Fiskus lässt die 4.500 Steuersünder der UBS zu regelrechten Verhören antreten. So kommt er auch an die Banken und Vermögensverwalter heran. Und damit nicht genug. Er appelliert an alle übrigen Steuersünder, sich selbst anzuzeigen. Drei Programme in Folge zur Selbstanzeige werden gestartet. Mit Erfolg und mit schwerwiegenden Folgen für die Schweiz. Zehntausende von Personen haben teilgenommen und die USA haben mit den drei Programmen seit 2009 eine Unmenge an Informationen gesammelt. Über die Schweizer Banken, über die Schweizer Banker und Finanzberater. Darum wurden so viele Schweizer Bürger angeklagt. Das ist das Problem, mit dem die Schweiz, die Schweizer Banken und die Schweizer Banker konfrontiert sind. Bradley Birkenfeld, der abtrünnige Banker, ist in den Staaten ein Held. Freilich hat er auch 2,5 Jahre gesessen. Nicht für seinen Verrat, sondern für seinen Dreh mit dem Milliardär Olenikow, den er privat betreute und am Fiskus vorbeischleuste. Doch Birkenfeld ist äußerst großzügig entschädigt worden. Schließlich sind dank seinem Geständnis 19.000 Steuerbetrüger ins Netz gegangen mit einer gesamten Ernte von 5 Milliarden Dollar. Nach dieser Summe richtet sich die Entschädigung. Die 104 Millionen Dollar für Herrn Birkenfeld sind nach unserer Berechnung die größte Belohnung, die je einem Denunzianten ausbezahlt wurde. Wer seinen Nachbarn oder Kollegen denunziert, ist in den USA hoch angesehen. Das Gesetz ermutigt und belohnt die Denunzianten. Daraus ist gar ein Business geworden. Stephen Cohn leitet eine Meldestelle, welche Bürgern dabei hilft, Alarm zu schlagen, wenn sie Zeugen oder Opfer von Ungerechtigkeiten werden. Der Fall Birkenfeld kam da gerade gelegen. Ich wollte den Fall Birkenfeld publizistisch ausschlachten, damit bei jedem Banker auf der Welt die Botschaft ankommt, wenn du ein illegales Konto verwaltest, kriegen wir dich. If you have an illegal US account, we're gonna catch you. Und im Gegenzug, wenn du den Missbrauch meldest, kannst du reich werden. Und wenn du es nicht tust, tut es ein anderer. Und du könntest dich auf einer Liste von Verdächtigen wiederfinden. Jeder Amerikaner, der ein solches Konto besitzt, muss sich anzeigen, denn dein Banker könnte es an deiner Stelle tun und dabei Millionär werden. Dieses Gesetz verkehrt die Machtverhältnisse in ihr Gegenteil und visiert dazu noch jede international tätige Bank an, nicht nur die Schweizer Banken, sondern jede Bank auf der Welt. 35.000 Amerikaner haben sich bis jetzt bei einem der drei Programme selbst angezeigt. Milliarden von Dollar sind dem Fiskus so zugeflossen, dank des Eifers der Anwälte und der Whistleblower. Whistleblower, es lohnt sich, das Risiko einzugehen. Wir werden euch entschädigen. Wir handeln streng nach dem Gesetz und wir geben Ihnen 100 Millionen oder mehr. Die Belohnung.